Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und mit einem weiteren Transfer, der heute passiert ist. Und es handelt sich dabei um den Hamburger SV. Der hat nämlich einen neuen Spieler ausgeliehen von einem belgischen Club, nämlich es handelt sich um den Spieler Georgi Chakwetadze. Ich entschuldige mich gleich mal im Voraus, falls das falsch ausgesprochen ist, aber georgische Namen sind nicht einfach und der 22-Jährige wird den HSV in der Rückrunde jetzt noch verstärken. Ein Deal, der mal wieder aus dem Nichts kommt und die HSV-Fans etwas überrascht hat, aber im positiven Sinne natürlich, denn das HSV leistet sehr gute Arbeit momentan, nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Transfers, sehr sorgfältige, gut durch dachte Transfers und mit Chakwetadze hat man sich jetzt für die Rückrunde noch einen offensiven Mittelfeldspieler geholt, der sehr kreativ ist und grundsätzlich auch als sehr großes Talent gegolten hat. Warum sage ich hat, denn beim aktuellen Verein, wo er unter Vertrag steht, KL Gent, ist er nicht unbedingt Stammspieler und kommt nicht mehr so oft zum Einsatz. Er ist damals 2017 für eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro von Dynamo Tiflis, einem georgischen Verein, zu Gent gewechselt in Belgien, wo er auch große Vorschusslorbeeren mitgenommen hat und als einer der größten georgischen Talente gilt, noch immer. Und mittlerweile ist er aber kein Stammspieler mehr und hat sich für den Wechsel zum HSV entschieden, wo er vielleicht auch mehr Spielzeit bekommen wird. Georgi Chakwetadze ist 22 Jahre alt, er ist, wie schon vorher erwähnt, aus Georgien, aus dem Land beim Kaukasus und spielt hauptsächlich im offensiven Mittelfeld, ist ein sehr wendiger, trickreicher Spieler und auch eine passende Größe dafür mit 1,83. Sein aktueller Marktwert beträgt laut transfermarkt.de 2,3 Millionen Euro. Was kann man jetzt über den Spieler selber sagen von seiner Spielanlage her? Also seine beste Position ist sicherlich das offensive Mittelfeld. Er kann aber auch auf dem Flügel spielen und seine besten Attribute sind das Dribbling. Darüber kommt er auch am besten in die Spielsituation rein. Er hat eine gute, einen guten Touch auch mit dem Ball. Sein starker Fuß ist der rechte Fuß, hat aber auch einen relativ okayen schwachen Fuß und ist, wie gesagt, jemand, der als Spielmacher gut agieren kann, aber auch flexibel in der Offensive einsetzbar sein kann. Zum Deal selber, also es ist nur mal eine Leihe bis zum Saisonende. Ob eine Kaufoption dabei ist, weiß ich persönlich auch gar nicht. Also falls jemand mehr weiß, gerne dazu in die Kommentare was schreiben, aber Chakwetadze wird die HSVler auf jeden Fall mal in der Rückrunde verstärken, um den möglichen Aufstieg vielleicht sogar sicher zu machen und um zu helfen, und wenn er eine wichtige Rolle dabei spielen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Deal vielleicht auch permanent gemacht wird. Bei Gent kommt er, wie gesagt, nicht mehr so am Einsatz und wird auch generell nicht mehr zum Stammpersonal gezählt. Hat auch, muss auch sagen, Pech mit Verletzungen gehabt in der Vergangenheit, aber er ist nach wie vor ein Talent. Mit 22 Jahren ist da noch genug Potenzial vorhanden. Ich denke, dass der HSV auch in Sachen offensives Mittelfeld auch Bedarf noch hatte, auch wenn Sonny Kittel momentan als offensiver Mittelfeldspieler gesehen wird, sehe ich ihn eher mehr als Flügelspieler, und Chakwetadze könnte wirklich diese klassische Spielmacherrolle einnehmen oder zumindest rotieren mit Kittel in der Funktion, denn denke ich, defensiv im Mittelfeld ist man gut aufgestellt mit Reis, mit Meffert, mit Heyer, und jetzt bekommt man mit Chakwetadze einen Spielmacher, einen kreativen Spieler, der die Spieler wie Jatta, Alidou, Klatzl, Winsheimer vorne auch noch gut in Szene setzen kann. Was sagt ihr zu diesem Deal? Findet ihr, dass der HSV noch einen weiteren offensiven Spieler gebraucht hätte? Und habt ihr schon mal was von diesem Spieler gehört, von Chakwetadze? Oder ist der komplett neu für euch? Schreibt es mal dazu gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Und falls jemand den Spieler näher kennt, auch gerne eure Expertisen dazu in die Kommentare. Und danke fürs Anschauen vom Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Video. Auch gerne noch einen Like da lassen, wenn ihr wollt. Und auch den Kanal abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Video. Und ciao.